Je näher er dem, zur Auflösung des Falles beiträgt, desto mehr bekämpft er seine eigenen Dämonen. ...1920 kehrt Peter Perk aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Wien zurück. Während er von Albträumen geplagt wird, macht ein Serienmörder die Stadt unsicher. Zunächst gerät Perk selbst in den Fokus der Ermittlungen des jungen Kommissars Paul Severin und der Gerichtsmedizinerin Theresa Körner. Doch dann schließen sie sich zusammen, um den wahren Täter zu finden. Er hat wieder zugeschlagen. Den haben Sie auch gekannt? Keiner. Wermfeld. Richter. Alle tot. Das Komitee? Hinterland von Regisseur Stefan Rutzowitzki wurde fast ausschließlich vor Bluescreen gedreht. Seine Deutschlandpremiere hat der Thriller auf dem Filmfest Hamburg gefeiert. Dort haben wir Hauptdarsteller Muratan Muslu zum Interview getroffen. Deine Figur, Peter Perk, den du spielst, was ist das für ein Typ? Was macht ihn aus? Wenn man sich den Film anguckt, ist Peter Perk jemand, der eben nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, als traumatisierter Soldat nach Hause zurückkommt, nach Wien. Und da er unter dem Kaiser Franz Josef I. zuerst gedient hat und auch Polizist damals war, kommt er in ein Wien zurück, das sich total verändert hat und somit auch die Idee mit dem Bluescreen, dass es eben hinten alles verkrummt und schief ist, weil das die innere Seele des Peter Perks widerspiegelt. Und was hat dich besonders daran gereizt, ihn zu spielen? Zunächst einmal hat Stefan, da habe ich 8 Tage gedreht, das ist geil, weißt du. Und da ist er eines Tages beim Drehtag zu mir gekommen und hat gemeint, ich habe was für dich. Und ich habe gesagt, ja klar, was. Und da ist so ein Projekt, da würde ich gern, dass du da mitspielst. Und ich habe gesagt, cool, wie groß ist die Rolle? Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, die Hauptrolle, hat er gesagt. Und das war natürlich, also wenn der große Stefan Rusowitzki jemanden sowas fragt, schlägt man mal vorab nicht, also sagt man nicht nein. Dann habe ich das Skript gelesen, eben geschrieben von Hanno Pinter und Robert Buchschwendner und auch in Kooperation mit dem Stefan gemeinsam. Wahrscheinlich war auch unser Produzent Oliver Neumann auch noch mit involviert. Und ich fand das Buch einfach fantastisch, weil ich sowieso ein Faible für Miss Marple-Filme zum Beispiel habe oder Sherlock Holmes. Und das ist jetzt eine klassische Criminal Story, die ein Criminal Thriller, der mit meiner Figur eben sehr privat was zu tun hat. Und dann habe ich gehört, das ist Bluescreen. Und ich habe mir gedacht, hey, why not? Auf jeden Fall. Genau, und wie war es eben auch jetzt eben in so einem Bluescreen-Set zu spielen, weil man sich ja wahrscheinlich ganz, ganz viel irgendwie erstmal vorstellen muss. Also wie hattest du da so ein Gefühl dafür, wie das dann fertig aussehen wird? Also vielleicht kannst du einfach beschreiben, wie es für dich war, eben mit so einer Bluescreen-Technik zu drehen. Diese Frage stellen mir viele Menschen. Das Ding ist, ich glaube, in Amerika oder so ist es schon involviert, dieses Dings, aber hier in Mitteleuropa anscheinend nicht. Und für mich war es natürlich auch Neuland. Ich habe noch nie im Bluescreen, auf einem Bluescreen-Feld gespielt. Aber das sage ich bei jedem Interview, dass der Boden einfach für mich die ersten 3 Tage einfach viel zu eben war, weil ich kenne das nur von Sets, dass der Boden unangenehm, also nicht unangenehm, sondern dass man den Boden spürt, ja, dass da eine Energie in dich hineinfließt. Aber hier hatten wir wirklich nackten, kalten, blauen Boden. Und da habe ich mich mal erst 3 Tage dran gewöhnen müssen, bis ich das, dann habe ich das aber auch aus meinem Kopf getilgt, das Ganze. Das Interessante bei Bluescreen ist, dass wenn du deinem Spielpartner gegenüberstehst, gibt es nichts anderes, wo du hingucken kannst, außer dich auf den Fokus auf deinen Spielpartner zu legen. Und das war sehr intensiv, muss ich sagen, mit allen Charakteren, mit denen ich spielen durfte. Ja. Genau, und hast du dann, nachdem du jetzt den fertigen Film gesehen hast, hast du es dir auch so ungefähr vorgestellt oder warst du dann doch überrascht, wie das fertige Resultat aussah? Nee, wir hatten tatsächlich Schablonen auf dem Screener, die wir uns ansehen konnten, nicht für jedes Bild, aber die Leute von der VFX haben sich bemüht, dass wir
uns ein kleines Bild davon machen konnten. Und das ging schon auch in diese Richtung. Also wie wir es auch besprochen hatten mit Stefan vorher und wie wir das halt direkt am Set dann an den Screenern gesehen haben. Es ging schon in die Richtung, ich war schon drauf vorbereitet. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nicht mehr da. Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nicht mehr heim. Alle sind verrückt, weil sie nicht mehr haben, den Kaiser. Der Film spielt ja also kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, Anfang der 20er Jahre. Was würdest du sagen, ist so das Reizvolle an dieser Epoche? Alles. Alles, weil man selber nicht dort gelebt hat. Und du kennst das ja mal, also wer Zurück in die Zukunft kennt mit Michael J. Fox, man würde gerne mal damals gelebt haben oder man würde gerne mal in der Zukunft gelebt haben und das mal alles sehen. Und ich finde allein schon, sobald du das Kostüm anhast, sobald du die Kollegen, wenn sie dir gegenüberstehen mit ihrem Kostüm und jeder spielt halt seine Rolle, es ist einfach was Einzigartiges, sage ich mal so. Und das sollte man auch honorieren für sich selber, dass man da mitspielen durfte und dass man in so einer Epoche spielen darf. Ja. Genau, und gab es eben also bei deiner Figur, die ja ein Kriegsheimkehrer ist und dann eben auch so eine gewisse Desillusionierung oder Zerrissenheit hat, was war da so die größte schauspielerische Herausforderung für dich? Um noch einmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, es spielt in einer anderen Epoche, wir waren nicht dort. Und wir haben es nicht gesehen. Und mir war ganz klar, weil die Main Story ist leicht zu verstehen eigentlich. Auch wenn man das Drehbuch liest, man versteht wirklich komplett diesen Menschen. Der wurde wirklich sehr, sehr, alle Charaktere wurden sehr gut gezeichnet, fand ich. Vor allem Peter Berg, die Figur. Und ich habe mich ausschließlich darum gekümmert, weil ich habe gewusst, ich war nicht in dieser Zeit, habe ich mich ausschließlich darum gekümmert, dass ich mich selber mit Bildern und Fotos indoktriniere, quasi in dem Sinne, dass ich, es gab Phasen, wo ich mir 4-5 Minuten lang nur auf ein Bild geguckt habe. Also und das habe ich versucht in mich also einzubrennen, ja. Und das habe ich dann auch versucht, direkt am Set dann zu projizieren. Mir ging es nicht um die politischen oder wirtschaftlichen Aspekte, die gerade weil Wien hat sich verändert, ne? Darum ging es mir nicht, weil der Fokus lag immer bei mir auf Peter Berg und dass der das fühlt und spürt, wie er da agiert, weil es ist ja auch so, ich hoffe, man merkt das auch beim Film, also das ist auch beabsichtigt, ja, ist er mal nicht im Fall, holen ihn die Dämonen wieder ein. Ne? Aber befindet er sich, also hat er was zu tun wieder, ja, und je näher er dem zur Auflösung des Falles beiträgt, desto mehr bekämpft er seine eigenen Dämonen, ja, und desto mehr ist er wieder, findet er zu sich selbst. Und das finde ich, ist eine schöne Change bei einer Figur. Ja, und ansonsten so Serienmörder-Geschichten oder generell Thriller sind ja sehr, sehr populär. Was glaubst du, warum? Die Spannung einfach, oder? Also was ich prinzipiell an Miss Marple mag oder Sherlock Holmes, ja, ist die Setkulisse, ja, und die spannenden Fälle, die sie lösen müssen. Ich glaube, man wird als Zuseher mit hineingezogen in diesen Sog. Mir kommt es immer so vor, als wenn ich ein Buch lesen würde, ja, und ich mir diese alten Schwarz-Weiß-Filme von Miss Marple zum Beispiel angucke, es kommt mir immer so vor, als würde ich ein Buch lesen und ich bin wirklich im Fokus dieses Buchs und es reißt mich einfach von meinem realen Leben in eine Welt, die einfach komplett fantastisch ist. Und ich vielleicht zieht das die Menschen so an, ich weiß es nicht. Aber mein Favorit ist einfach, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Es macht einfach Spaß zu schauen. Du wirst in eine andere Welt teleportiert, so quasi. Das war schon, alles klar. Vielen lieben Dank. Sie sind ihm mit Ihren Untersuchungen zu nahe gekommen. Ich bin ein anderer Mensch als der damals in den Krieg gezogen ist.